Ja, genau. Und ihr könnt schon mal gleich vorkommen, wenn ihr das wollt. Ich wollte nur kurz sagen, 3 Minuten und wir haben das ausprobiert und wir probieren es weiterhin. Nach 3 Minuten drehen wir einfach den Saft ab. Nach 2 Minuten gebe ich ein kurzes Zeichen und nach 3 Minuten machen wir das Mikrofon aus. Damit muss dann leider jeder leben. Okay, bitte. Hallo, schönen guten Abend. Ich war die letzten Wochen nicht da, wegen Krankheit hauptsächlich erstmal und deswegen halt habe ich auch meine T-Shirt-Aktion, was wir auf dem Weihnachtsmarkt vorhatten, jetzt nicht weiter verfolgen können. Aber eigentlich wollte ich jetzt einiges erzählen, was wahrscheinlich sogar über 10 Minuten hinausgehen würde, aber ich denke mal, vielleicht kann man das ja mal, weil die Menge sowieso nicht so viel da ist, ausnahmsweise mal so machen, dass wenn ihr das überhaupt weiter hören wollt, dass ihr dann vielleicht klatscht und wenn ihr das nicht hören wollt, dann ist das eben halt, dann gehe ich nach 3 Minuten. Okay? Also, ich will das nämlich eigentlich in Ruhe alles erzählen. Bezüglich dieser Angelegenheiten, Firmensituation, BRD, habe ich nämlich jetzt so einiges schon angestellt. Und ich will ganz von Anfang an anfangen, damit man die ganzen Zusammenhänge versteht. Ich lebe von Hartz IV und habe 2012 es riskiert, sanktioniert zu werden, weil ich eben im Internet mich erkundigt hatte und erfahren hatte, dass das Bundesverfassungsgericht 2010 sämtliche Sanktionen für verfassungswidrig erklärt hat. Und demnach dachte ich, gut, okay, ich finde ja eben, und dann habe ich auch eine Äußerung gehört, eben halt, dass auch die Sanktionsandrohung allein eine Nötigung darstellt. Und deswegen habe ich Anzeigen gemacht gegen Jobcenter-Mitarbeiter wegen Nötigung, allein wegen Sanktionsandrohungen. Weil es ist psychisch für jeden Menschen halt so, dass wenn man seine existenziellen Mittel beraubt werden soll, ist es quasi so, als ob man einem eine Pistole an die Schläfe hält. So, entweder du kommst oder wir kürzen so, ne? Und es hat nichts mit Würde zu tun, also irgendwie denke ich so, Grundgesetz, wo ist das überhaupt? Das zählt für die gar nicht. So, und das war nun der allererste erstmal. Dann habe ich jetzt in letzter Zeit, bin ich jetzt wieder sanktioniert worden, weil ich jetzt über diese Uniform Commercial Code Vertragsgeschichte, dieses kongruente Vertragsgeschichte durchführen wollte. Ich hatte nämlich überlegt, irgendwie, wie kann man das gegenüber dem Jobcenter durchführen? Und dann dachte ich einfach, ja, es ist ja nun halt so, wenn die BRD eine Firma ist, darf ich jetzt noch weiterreden oder nicht? Ich sehe die Uhr nicht. Oh, da unten ist die Uhr. So, und es stört mich aber, wenn ich hier rede, wenn ich auch euch die ganze Zeit hier höre. Das ist irgendwie für mich auch nicht einfach, mich zu konzentrieren. Also, ich habe mir halt gedacht, dann mache ich das so. Ich sage denen einfach, wenn ich noch einmal ein Schreiben von ihnen bekomme, ich habe denen halt auch die Ausdrücke von diesem www.upik.de Seite, von der Ausdruck der Firma BRD, Landesarbeitsgericht Hamburg und Jobcenter Altona, Alte Königstraße. Das habe ich mit eingereicht. Wir haben die Regel mit den 3 Minuten. Wir sagen es jedem an, dass 3 Minuten offenes Mikro. Ja, ich habe die auch später gestartet. Henrik, sag was dazu. Du kannst gerne spät für nächste Woche eine Rede anmelden, dann kannst du auch 10 Minuten sprechen. Aber bitte möchte bitte, dass jeder sich an die Regeln hält, wenn wir die schon aufstellen und das sagen. Du kannst für nächste Woche eine Rede anmelden oder wann du willst, aber es ist für mich auch nicht leicht. Es ist für mich auch nicht leicht, aber ich weiß, ich habe es oft genug ausprobiert, was passiert, wenn man es einfach laufen lässt. So, möchte noch jemand sprechen?
Kurz, genau. Ja, ich wollte einfach kurz sagen, dass es hier, dass ich das gut finde, dass es Regeln gibt. Und Flexibilität ist natürlich auch gut, aber irgendwo muss es halt so einen Rahmen geben, wo Sachen stattfinden können. Das Thema ist sehr interessant, aber ich finde, das kann halt auch als Rede angesagt werden. Ich habe da durchaus Verständnis für, dass einfach so ein gewisser Rahmen da ist. Übernächstes Mal und das danach, da können sich gerne andere Leute, wenn Henrik frei nimmt und die Orga frei nimmt für die Organisation, können gerne die nächsten Organisatoren eine Planung machen, wie sie das hier wuppen wollen, und dann können sie mal ausprobieren und zeigen, wie es halt anders oder vielleicht sogar besser geht. Moin Menschheit, die nächsten 3 Minuten gehören wohl uns, und ihr klingelt dann, ne, wenn in die 3 Minuten, 2 Minuten und um sind. Ich wünsche uns alle eine schöne Zeit, und ja, das Erwachen nennt man ja auch, wenn man dann so Geschenke bekommt und dann ein bisschen skeptisch wird oder einkauft und skeptisch wird und jetzt mal genauer liest. Dann sieht man dann, möchte man sich gesund ernähren, dann sieht man dann ein Johannisbeer-Nektarsaft. Weiß jemand, was Nektarsaft ist? Ja. Zucker, Wasser und Saft. Danke. Hört sich für mich so eilig Nektar für mich so Natur an und gesund, aber es ist nur 30% Konzentrat, also zerstörte Natur, schlechter Zucker und wahrscheinlich auch geweihtes Wasser. Also Nektar, nehmen wir die Hände von, nehmen wir direkt Saft, am besten direkt selbst gemacht. Die nächsten Liebesgeschenke, Liebesgaben, die ich bekam, aus wirklich lieben Händen und lieben Seelen, das war Marzipan. Kennt jemand Marzipan? Was ist denn Marzipan? Mandeln und? Also Mandeln und, also der Hauptteil sollte Mandel sein. Steht drauf Marzipan, ist aber eben kein Marzipan, weil Marzipan sind eben gesunde, gute Mandeln und im größten Teil. Und hier haben wir Zucker, schlechten Zucker auch, richtig Zucker, der echt, boah, schlechte Energie. Mandeln 23% und der Rest sind Feuchthaltemittel, und die Firma Essentis kennen wir. Die Coca-Cola war mal früher, als sie mal ganz neu war, geboren wurde aus dem Geist der Menschheit, war es ein Produkt, wo man sagen könnte, hey, kann man nehmen. Na, das ist eine schöne Idee. Heute ist die Coca-Cola nicht mehr die Coca-Cola, die sie mal ursprünglich war. Genauso wie das andere alles auch. Also, sind wir achtsam und machen wir uns gesund, indem wir alle Belastungen weglassen, die uns belasten. Und alles, was uns nicht belastet, macht uns glücklich. Also, wünsche eine glückliche und eine gesunde und heilsame Zeit für den ganzen Planeten und das Leben innerhalb, drauf und außen draus. Dankeschön. Ahoi. So, dann diese Hightech-Sanduhr hier nochmal zurücksetzen, weil ich nehme jetzt auch das offene Mikrofon. Drei Minuten. Mir sind so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, weil wir haben hier oftmals Leute, die sehr emotional sind, die dann sagen, ihr mit euren Diskussionen und den Reden und drum und dran und nächste Woche geht's los und so. Habe ich früher mich drüber aufgeregt und gesagt, was soll das? Mittlerweile verstehe ich die, weil so ein paar Dinge passiert sind und so ein paar Dinge ich erleben durfte und mitbekommen habe, wo ich sage, Entschuldigung, Anführungsstriche, Zitat, wie auch immer, scheiße, es stimmt. Diese ganze Rederei und mein Frieden ist knubbeliger als dein Frieden, deshalb ist dein Frieden total, mein Frieden ist schöner, weil der ist viereckig oder was auch immer. Meine Güte, es reicht mir. Diese Diskutiererei, ich bin Linker, ich bin ganz Linker, ich bin rechts, ich bin Mitte, ich bin vorne, ich bin hinten, wir sind Menschen! Und deshalb ist diese ganze Diskutiererei von wegen welche Fraktion oder macht doch eine Partei draus oder macht doch dies oder macht oder jenes. Ich habe keinen Bock auf Krieg.
Ich habe keinen Bock, dass irgendwer hier ankommt und irgendwelche Waffen aufstellt und irgendwas aufbaut und drum und dran macht. Von daher lasst uns den Arsch mal hochkriegen, den, auch den Arsch in der Hose zu haben und jemand auch mal die Meinung zu sagen draußen. Danke. Hoch hier. Nee. Hi, ich nehme es mal wieder raus, ich mag das so nicht. Ja, hi, ich bin Karin und was Matthias eben sagt, hat mich sehr, sehr berührt und auch eben, ja, die Regel mit den 3 Minuten, ja, ich weiß nicht, was ich davon halte, dass es so krass gehandelt, dass das Mikro abgeschaltet wird, also finde ich irgendwie nicht so witzig, Punkt 1. Punkt 2, Matthias hat was gesagt, ich spreche mittlerweile Leute auf ihre Marderhunde am Pelzkragen direkt auf der Straße an. Oder wenn sie ihre Kaninchen verletzen zur Innenseite tragen. Ich habe die Bilder vor den Augen, wie diese Tiere schreiend lebend gehäutet werden. Und jedes Mal sagen Leute, ja, das ist so kuschelig, der Pelz ist so schön gemütlich und elegant. Ich kann es und will es auch nicht mehr hören. Und ich habe für nächstes Jahr viele, viele Pläne. Wir stehen auch ganz oft auch auf der Straße wegen Pelz und auch mit dem Frieden. Frieden fängt wirklich tatsächlich damit an, auch wenn ich sehe mit der Mahnwache, da sage ich gleich nochmal in 10 Minuten, die ich habe, später nochmal was dazu. Aber ich habe mir viel Gedanken gemacht die letzten 4 Wochen. Ich war 4 Wochen nicht da, weil krank und Examen und immer noch im Examen. Ich habe mir einige Gedanken gemacht zum Thema Mahnwache und warum ich hierher komme, warum mir das wichtig ist. Und dazu möchte ich gleich mal 10 Minuten später was nochmal in ausführlicher sagen. Aber lasst uns bitte alle uns hier engagieren, nicht nur sagen, ja, die Orga, sondern dass uns alle irgendwas tun. Und Sönke und ich, wir können schon mal sagen, wir werden auf alle Fälle jetzt in die Bresche springen, jetzt wenn die Orga, glaube ich, am 29., am 5. nicht da ist, dass wir hier auf alle Fälle was auf die Beine stellen. Wir hatten überlegt, man könnte mal einen schönen Film einmal zeigen, zum Beispiel zu einem Thema Ernährung oder so, Food Cure oder andere Geschichten. Und man könnte, wir könnten einmal darüber reden, was jeder Einzelne von uns tun kann, um im privaten Bereich Frieden zu schaffen und mit Frieden mit den Tieren und der Umwelt zu schaffen und Frieden mit den anderen Völkern zu schaffen und wie wir es endlich hinbekommen, mehr Leute dazu zu bekommen, dass sie endlich den Mut haben, wie Aisha zum Beispiel macht mit der Kürzung von Hartz IV, sich hinzustellen und zu sagen, es geht um ihre Existenz und sie macht es trotzdem. Oder Sönke und ich haben auch gerade ein paar Sachen an der Backe kleben, wo wir uns gegen diesen... Nein, überhaupt irgendetwas zu machen, was sinnvoll ist und das dann noch gemeinsam, weil ich Frieden lebt von Gemeinschaft und Gemeinschaft ist nicht gleich Notgemeinschaft. Mehr wollte ich also, aber dazu aber 10 Minuten später mehr, ihr Lieben. Erstmal danke.